Tanzbruder hat ein Riesenproblem. Er geht dreimal am Tag aktuell zu Meckes. Fahrtfußsüchtiger redet über sein Leben. Tanzverbot. Ich habe dir schon mal das Angebot gemacht. Lass dir von mir helfen. Ich habe selber endlich mit Sport angefangen. Ich bin gerade dabei, mein Leben in den Griff zu kriegen. Mach mit. Ich gucke mir erstmal an, was du zu sagen hast. Aber Bruder, ich weiß jetzt schon, du musst auf die Insel. Eine einzige Bitte. Hört auf zu essen. Und ich hört einfach auf, alles zu essen. Hört einfach auf zu essen, tot. Und ich meine nicht dieses Essen, wo sich jetzt wieder jeder drüber lustig macht. Hey, guck mal, der Festtag sagt in die Kamera, dass wir aufhören sollen zu essen, obwohl das lebensnotwendig ist. Ich meine dieses Essen, wie ich es tue. In dieser Massivität, in dieser Intensität, in dieser, ach du, was weiß ich. Es ist einfach der größte Dreck, den man sich antun kann. Es ist einfach einer der schlimmsten Süchte, der gefährlichsten Süchte. Weil es nicht als krasse Übersucht anerkannt wird. Es wird nicht als Droge anerkannt, so wie Drogen hier wie Haschisch. Aber es wird als Sucht anerkannt. Also Fresssucht, also Esssucht ist eine Sucht, eine anerkannte Sucht. Als Droge ist es nicht anerkannt, weil du kannst nicht Lebensmittel als Droge anerkennen, aber es ist eine Sucht, das ist auf jeden Fall anerkannt. Das ist eine gefährliche Droge, weil man sie überall frei erhältlich bekommt. Es ist einfach Fastfood-Essen, dieser ganze Müll. Ich habe keinen Bock mehr darauf, aber ich komme nicht weg davon. Jeden Tag laber ich euch damit voll, dass ich damit aufhören will. Ich zeige euch jeden Tag Videos, wie ich was fresse. Mann, ich gehe jeden Tag zu McDonald's. Jeden Tag ist es gerade so übertrieben schlimm. Ich schwöre es euch. Ich gehe um 19 Uhr zu McDonald's, fress mich voll. Ich hänge bis 4 Uhr nachts am Parkplatz und war. Ich schwöre es euch. Ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, dass ich momentan am Tag bestimmt 3-4 Mal zu McDonald's gehe, weil ich die ganze Zeit auf diesem Parkplatz hänge und nichts anderes esse. Er hängt bis 4 Uhr nachts auf dem McDonald's-Parkplatz und isst 3-4 Mal pro Tag bei McDonald's. Tanzwort langsam. Wird es wirklich gefährlich. Kennst du diesen Film Super Size Me? Kennt von euch jemand den Film Super Size Me? Da hat so ein Typ 30 Tage lang nur McDonald's gegessen. Zum Frühstück, zum Abendbrot, Mittagessen und alles, ja. Und der hat danach richtige Herzprobleme, weil der so seine Arterien zugeballert hat mit Fett und Cholesterin und so. Digga. Bruder, langsam wird's gefährlich. Ich häng den ganzen Tag davor, hol mir 3 McRibs rein, fühl mich einfach scheiße, trink den Eistee, bekomm hier so ein Taubheitsgefühl. Oh mein Gott, okay. Wenn du jetzt schon Taubheitsgefühle hier hast, könnte das damit zusammenhängen, dass du zum Beispiel eine Arterienverengung hast, dass dein Blut nicht mehr richtig durchfließt und so? Wenn du merkst, dass du hier so Taubheitsgefühle oder so Stiche hast, dann wird es sehr gefährlich. Weil dann könnte es schon ein Anzeichen für einen Herzinfarkt sein. Wo ich einfach nur denke, Alter, mein Arzt hat mir vor 3 Wochen, vor 3 Jahren oder 4 Jahren schon gesagt, noch vor YouTube, hat mein Blut rausgezapft und hat gesagt, ey Digga, deine Werte, die sind echt, wie kannst du noch stehen? Und ihr sagt, du musst jetzt echt runterbremsen, weil sonst wirst du nicht alt. Dann wirst du 25 und ich bin jetzt 22. Und was ist seitdem passiert? Viel Scheiße ist seitdem passiert. Ich habe nicht aufgehört und bin noch schlimmer geworden. Auf einmal kann ich es mir leisten, jeden Tag 8-mal zu McDonald's zu gehen, weil ich keine anderen Ausgaben habe und nur zu McDonald's gebe. Und wenn ich mal nicht zu McDonald's gehe, dann gehe ich... Alter, noch schlimmer, noch viel schlimmer. Auf dem Weg zu McDonald's gehe ich an eine Tanke und hol mir dort 2 Leberkäsebrötchen. Auf dem Weg zu McDonald's gehe ich zu einem Tank und hole was anderes zu essen. Ey, stell euch mal vor, ihr habt so vor, irgendwo zu einem Restaurant zu fahren, McDonald's oder was auch immer. Und auf dem Weg zu diesem Restaurant holt ihr euch noch was anderes zu essen und holt euch 2 Leberkäsebrötchen und fresst die. Dann fahrt ihr zu McDonald's und esst dann weiter. Bruder, was ist denn los mit dir? Und dann bin ich bei McDonald's, irgendwann nach 15 Minuten, dann habe ich die 2 Leberkäsebrötchen mit 3 Happen aufgegessen und dann gehe ich zu McDonald's rein und hole mir dort ein McRib. Ich fresse 8 Kilo Schweinefleisch am Tag, das ist der größte Dreck. Das ist Junge, das ist auch Haram, muss man an dieser Stelle sagen. Nur Haram Moslem-mäßig hier, weil ja, genau das. Die kein Schwein essen wollen oder sowas, weil das irgendwie religiös so vorgesehen ist, sondern Schwein ist einfach Dreck. Das ist einfach Müll. Ja, mal in Maßen. In Maßen ist alles gut. Wisst ihr, was ich meine? Maßen ist auch Alkohol trinken gut oder rauchen. Nee, das ist scheiße. Davon distanziere ich mich komplett. Er weiß nicht, was er redet. Egal, ob Schwein oder Rind. Egal, also Schwein ist natürlich noch krasser, weil es so ein fettiges Fleisch ist. So viel Schweinefleisch zu essen ist halt echt heftig für den Körper. Der Arzt hat mir vor 3 oder 4 Jahren gesagt, hör auf, Schweinefleisch zu essen. Immer dieses Schweinefleisch, oh mein Gott, Hanswurt, ey. Bruder, was ist denn mit dir? Aber der kriegt's auch nicht alleine hin. Das ist absolut scheiße, das ist die Pest für den Körper. Das ist Cholera, das ist Super-AIDS. Das ist so ein AIDS, der 8 Kilo schwer ist. Der 8 Kilo AIDS. Okay. Und ich mache das Ganze nur, weil ich ein Extremleben führe und ich ganz genau weiß, wenn man jetzt bei Mutti noch zu Hause wohnt, dann wird die Ernährung noch kontrolliert. Aber ich habe hier nicht irgendeinen gut aussehenden Ernährungsberater oder sowas hinter mir. Ja, guck mal, hast mich, Bruder. Spaß. Sie hat auch ihr eigenes Leben. Ich wohne weg von ihr, ich wohne alleine, niemand reguliert mich. Und wenn ich mal nicht zu McDonald's gehe, ja, was mache ich dann? Dann bin ich zu Hause und dann bestelle ich bei Call of Pizza. Okay, pass auf, hör mir jetzt zu.
Du sagst, niemand reguliert dich, Tanzwut. Niemand reguliert dich. Du wohnst nicht bei meiner Mutter. Du isst nicht mehr ausgewogen. Du isst immer nur die gleiche Scheiße. 8 Kilo Schweinefleisch am Tag. Willst du denn jemanden, der dich reguliert? Willst du jemanden, der mit dir zusammen auf deine Ernährung schaut? Willst du das? Oder beschwerst du dich hier einfach? Willst du auch was ändern? Ich verstehe es absolut. Alleine ist es schwer. Alleine kann es sehr schwer sein, etwas an seinem Verhalten zu ändern, weil du kommst aus deinem Verhalten nicht raus. Du brauchst jemanden, der dir vielleicht hilft. Ja, du musst nicht unbedingt einen Experten haben, aber einfach jemanden, der sich vielleicht ausgewogen ernährt und so weiter und so fort. Aber alleine kommst du aus dieser Situation nicht raus. Und hol mir dort den Burger. Mein Gott, und dann auch schön die neuen Chicken Wings auch noch reindrücken. Alter, es ist kacke. Ich fühle mich scheiße. Ich bin gestern bin ich nachts aufgewacht und ich dachte mir so, fuck, jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Ich werd wach und ich hab hier so ein leichtes Taubheitsgefühl gehabt und ich hatte so einen übelsten Druck. Okay. Bruder? Das ist nicht so gut. Ich hab übelsten Druck in dem Bereich und ich dachte mir, scheiße, Mann, ich werde alles ändern. Und dann nach 2 Stunden hat es irgendwie wieder aufgehört, ich bin wieder eingeschlafen. Was mache ich, wenn ich aufstehe? Ist es nichts mehr zu Hause? Ich pfeffer mir erstmal Toffifee rein. Die drücke ich mir einfach rein, anstatt endlich mich gesund zu ernähren. Leute, ich sehe es auch nicht ein. Ich weiß, ich habe relativ viel Zeit, aber ich sehe es einfach nicht ein, mir 58 Lebensmittelbestandteile zu kaufen, 44.000 Gewürze, um dann 2 Stunden in der Küche zu stehen, um dann letztendlich 10 Minuten daran zu essen. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Moment mal. So, jetzt aber mal ganz langsam. Du sagst, dir ist deine Lebenszeit zu schade, verschiedene Lebensmittel einzukaufen, zu kochen und danach zu essen. Aber auf der anderen Seite erzählst du, du hängst bis 4 Uhr nachts bei McDonald's auf dem Parkplatz rum, gehst drei bis viermal am Tag, fährst du mit dem Auto zu McDonald's, verkürzt deine Lebenszeit, dein Arzt sagt dir, du wirst nur 25 Jahre alt, du verkürzt deine Lebenszeit durch dein Verhalten massiv. Also auf der einen Seite sagst du, du hast keinen Bock, Zeit zu investieren, um gesunde Lebensmittel zu kaufen und selber zu kochen und dir wirklich Zeit zu nehmen für dein Essen. Auf der anderen Seite verkürzt du dein Leben, hängst bis 4 Uhr nachts beim McDonald's-Parkplatz rum und fährst 4-mal am Tag nach McDonald's. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, lieber Tanzwut. Das macht absolut keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Was du da redest, macht keinen Sinn. Kilian, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Kilian. Du musst dir helfen lassen. Ich stehe noch nicht 54 Millionen Stunden in der Küche. Wow, geil. Jetzt habe ich den Teller voll. Ich habe immer noch Hunger. Essen leer. Digga, was für Essen leer? Wenn du selber anfängst zu kochen, hast du immer meistens so viel, dass du davon locker satt wirst. Da kannst du auch eine zweite Person mit satt füttern. Für viel, viel weniger Geld, als du für ein McDonald's-Menü ausgibst. Leute, macht das bitte nicht. Bitte, ihr verkackt euer ganzes Leben damit. Das ist ja nicht nur, dass ihr ungesund euch ernährt und ihr immer mehr in die Breite geht wie ich. Der fängt schon an zu schwitzen beim Reden, weil sein Körper einfach richtig am Ende ist. Starkes Übergewicht, das ist einfach ein Fact, Mann. Weil ich einfach nur aus Fett bestehe. Weil ich auch nur Fett in mich hineinstopfe. Verdammt mal, ich krieg's einfach nicht hin. Manchmal habe ich so Phasen, da bestelle ich mir einen Salat. Und jetzt denke ich mir, dann hole ich mir noch schön das Bio-Wasser. Und ich denke mir so, ja, jetzt kriegst du dein Leben in den Griff, Alter. Ich gehe nach hinten, hol mir hier so scheiß Stäbe und dann mache ich so Liegestütze. Ich habe so 3 Liegestütze gemacht, mein Herz geht fast K.O., also so fast Herzinfarkt-mäßig. Ich denke mir so, jetzt kriege ich mein Leben in den Griff, Alter. Dann hört es so langsam auf, dann beruhigt sich das alles langsam mal wieder. Was mich so, hello, call a pizza, hello, my friend, I need a burger, I need all what you have, come to me, yeah, my friend. Ich krieg's nicht unter Kontrolle. Ich merke es. Mein Herz macht nicht mehr lange. So, jetzt hörst du mir mal zu. Tanzhot. Jetzt hörst du mir mal zu. Jetzt hältst erstmal deine Schnauze, mein Lieber. Hörst mir jetzt mal gut zu. Du kriegst alleine nicht unter Kontrolle, warnst deine Zuschauer, weil du weißt, wie gefährlich deine Lebenseinstellung ist, aber kriegst alleine nichts gebacken. Hör mir zu, Tanzwut. Das ist mein letztes Angebot. Ich habe dir schon mal ein Angebot gemacht. Hör mir zu, Tanzwut. Das ist mein letztes Angebot. Hör mir zu, Tanzwut. Durch dich habe ich die Investition meines Lebens. Die Regenbogengläser. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür, dass du mich auf diese Idee gebracht hast, weil diese Investition hier, die sichert meine Rente. Ich habe dir viel zu verdanken, ohne dich hätte ich diese Regenbogengläser wahrscheinlich nicht. Und dafür muss ich dir danken. Ich stehe in deiner Schuld und deswegen biete ich dir ein letztes Angebot an. Ein letztes Angebot. Hör mir zu, Kilian, hör mir zu. Und wenn du dieses Angebot nicht annimmst, dann beschwer dich aber bitte nicht mehr in Zukunft, dass du dir nur Scheiße reinziehst. Hör mir zu. Du kommst für, sagen wir mal, 3 Monate oder von mir aus auch länger, halbes Jahr, auf die Insel nach Madeira. Ich... Und du und ich, wir essen zusammen Essen. Ich zeige dir mal, wie ein normaler Ernährungsplan aussieht, ohne den ganzen Müll. Wir
krempeln deine Ernährung um und wir krempeln dein Leben um. Das machst du dann einfach, sagen wir, 3 Monate hier mit mir und danach kannst du machen, was du willst, aber guck dir an, was dann mit deinem Körper passiert. Ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich darum, dass du hier eine geile Wohnung in der Nähe hast. Ich kümmere mich darum, dass du hier alles geregelt bekommst. Du musst dich um nichts kümmern. Du musst nur sagen, okay, du bist dabei oder du hältst deine Schnauze. Weil diese Heulerei kann ich nicht mehr ertragen. Entweder machst du jetzt den Schritt, weil du musst da nichts mehr machen. Ich kümmere mich darum. Du musst da nichts mehr machen. Du kommst hier hin und wir essen zusammen, machen zusammen Sport. Ich bin gerade dabei, aktiv Sport zu machen. Zum ersten Mal auch seit langer Zeit in meinem Leben. Ich habe auch, was gesundheitliche Basis angeht, nicht alles richtig gemacht. Ich ernähre mich gesund, würde ich sagen. Ich ernähre mich ausgewogen auf jeden Fall. Aber ich habe mich sehr lange nicht bewegt. Ich habe nur vor meinem PC gehockt und gezockt. Ich bin extrem gaming-süchtiger Mensch. Ich habe viel WoW gespielt, alles. Ich habe nur gezockt. Ich saß immer nur. Jetzt stehe ich jeden Tag an meinem Stehschreibtisch, gehe jeden Tag schwimmen, mach Sport und du kannst dabei sein. Mach mit und komm hier hin. Das ist mein Angebot für dich. Du musst nur sagen, ja, ich kümmere mich um alles andere. Du musst auch keine Sorge haben, dass du hier mit Englisch nicht weiterkommst. Hier ist alles easy. Und wir machen das zusammen. Okay? Sag es, ob du dich traust. Dann wirst du auch Sachen essen, wo du erstmal sagst, oh nee, da ist mir nicht genug Mayo drauf. Oh nee, da ist nicht genug Zucker drin. Oh nee, das ist mir nicht fett genug. Dann isst du auch Sachen, die du sonst nicht essen würdest. Und du lässt es auf dich zukommen. Du lässt diese Sachen zu. Okay? Wir haben hier Zeugen. Du musst jetzt nur noch zusagen. Ich warte auf deine Antwort. Das ist meine letzte Ansage an dieses Thema. Ich will euch damit nicht vollheulen. Ich weiß, jeder hat die Macht. Aber du heulst uns damit voll und du hast genauso die Macht, was zu ändern. Du kannst auch was ändern. Wenn du es nicht alleine schaffst, dann komm her. Eine Sucht, die ich nicht unter Kontrolle kriege. Ich helfe dir. Ich esse immer weiter. Ich werde jetzt hiernach auch wieder zu McDonald's gehen. Ich werde mir wieder den McRib reindrücken. Ich weiß, dass... Digga, was ist mit dir? Das ist scheiße! In diesem Maßen, wie ich es esse. Jeder kann mal sowas essen, deswegen zeige ich es euch auch weiter, weil ich weiß, dass nicht jeder so ein Typ ist für mich. Dieses Video hier mache ich für die, die denken, dass es ein entspanntes, schönes Leben ist. Ist es nicht! Ich bin 22 und ich spüre langsam, dass etwas schief läuft. Mit 22! Digga, mein Uropa ist 95 Jahre geworden und bestimmt nicht, weil er 5-mal am Tag bei McDonald's vor dem Netto-Parkplatz gehangen hat. Bestimmt nicht! Was soll ich tun? Ich krieg's nicht unter Kontrolle. Aber wenn ich's schon nicht unter Kontrolle kriege, dann möchte ich euch bitte diesen Denkanstoß geben. Das ist gut, dass du deiner Community Denkanstoß gibst. Wir kriegen es unter Kontrolle, Transwood. Komm her, wir kriegen es unter Kontrolle und dann zeigst du deinen Leuten mal, wie es in einem halben Jahr aussieht. Es ist nicht nur die Ernährung, es f***t euer ganzes Leben auseinander. Ihr seid motivationslos, ihr kriegt Depressionen. Das liegt daran, dass ihr nur Scheiß in euch reinsteckt. Der Körper kann doch nichts verwerten von diesem ganzen Müll. Ich kack 8-mal am Tag, weil nichts, was ich esse, wertvoll ist für den Körper. Puss. Wenn ihr denn schön zu Hause bei Mami noch ausgeglichen esst oder ihr generell euch ausgeglichen ernährt, kein Problem. Aber macht es nicht so wie ich. 7-mal. 7-mal am Tag. Ich gehe bestimmt 20-mal die Woche zu McDonald's gerade. Ich bin auf den Höhepunkt meines Lebens. Digga, allein mit dem ganzen Geld, was du da ausgibst, wenn du 20-mal die Woche zu McDonald's, kannst du hier einen ganzen Monat leben. Mit einer guten Ernährung. Mit 22 habe ich das Gefühl, dass ich bald verrecke. Mit 22, Mann, Leute werden 4-mal so alt wie ich. Dieser vegane Lifestyle, ja, der ist penetrant und der geht mir auf den Sack, wenn irgendwelche Leute da posten. Oh, healthy Lifestyle, vegan forever. Aber das ist gesund. Tanzi? Hallo, guckst gerade den Stream? Nein. Was machst du? Ich bin unterwegs. Bist du auf dem Meckes-Parkplatz? Ja, los, bedien das Klischee, mach dich lustig über mich, ich hänge auf dem Meckes-Parkplatz. Hör mir zu. Du bist gerade auf Lautsprecher, ich bin gerade im Stream, hör mir zu. Ich gucke mir gerade dein Video an mit 3-mal am Tag Meckes. Ja, was möchtest du? Hör mir zu. Du hast in dem Video gesagt, du kriegst das nicht hin, du kriegst nicht auf die Reihe. Deine Fresssucht bei Meckes. Ich habe dir gerade ein Angebot gemacht on Stream. Du kommst hier hin nach Madeira für, sagen wir, 3 Monate oder ein halbes Jahr. Wir machen zusammen Essen zusammen, machen zusammen Sport und ändern dein Leben für ein halbes Jahr. Und dann guckst du mal, wie es dir geht. Das hört sich verführerisch an. Mach dir Gedanken. Ich möchte morgen ein Antwortvideo von dir sehen. Mach dir Gedanken. Gibt es McDonald's bei dir? Bei mir gibt es McDonald's, aber da gehen wir nicht hin. Vielleicht einmal die Woche zur Belohnung, wenn du dich am Riemen gerissen hast. Es wird eine harte Zeit. Es wird keine, wir machen hier nur Partyzeit, sondern es wird eine Zeit, du wirst hier Reis essen mit mir, dunkles Vollkornbrot, die ganze vegane Scheiße, auf die du keinen Bock hast. Ich sage es dir. Simon, von nichts anderem würde ich ausgehen, wenn ich Kontakt mit dir hätte. Ja. Also es wird eine harte Zeit. Überleg es dir. Ich möchte morgen deine Antwort im Video sehen. Ah, so ist das also. Jetzt werde ich hier gezwungen. Ja, jetzt. Okay, ich werde darauf reagieren. Okay, alles klar. Alles klar. Mach dir Gedanken, aber ich mein's ernst, ne? Also es gibt dann kein Zurück. Okay. So ein Angebot kriegt man einmal, ich denk drüber nach. Okay, alles klar. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Alles klar.
Guten Hunger beim McRib. Ja. Denkt dran, ist ich Haram. Auch. Ist Haram. Ja, ciao. Ciao. So, Leute. Es kann nicht sein, dass Tanzbrot alle paar Monate ein Video macht, wo er sagt, er ist kurz vorm Sterben, weil er sich 10-mal am Tag McDonald's reinfrisst. Das kann nicht sein. Ich lasse ihm bis morgen Zeit zu antworten. Wenn er morgen Ja sagt, gibt es kein Zurück mehr. Er wird hier auf die Probe gestellt. Und es wird es wird hier nicht so Kinderspiel. Ja? Was sagen die Leute? Unge hat dir gerade das beste Angebot deines Lebens gemacht. Bitte nimm es an. Wie schnell seid ihr eigentlich, Alter? Ich gucke mir gerade die Kommentare an, weil ich wissen will, was deine Zuschauer zu seinem Problem sagen. Dann stehen hier schon Kommentare von euch drin. Ihr seid einfach Ehrenmenschen. Wir warten auf das Antwortvideo von Tanzbrot morgen. Wenn er sich für Ja entscheidet, er muss heute Abend, lass ich ihm Zeit, schreibe ihm gleich noch was, er lass ihm heute Abend Zeit, genau darüber nachzudenken. Weil wenn er gerade eh nichts in Deutschland hat, wo er die ganze Zeit nur Depressionen schiebt und die ganze Zeit im McDonald's-Parkplatz steht, kann er genauso gut hier sein. Und dann wird es aber keine leichte Zeit für ihn. Aber sein Körper wird es ihm danken, ich sag's euch. So, das zu dem Thema.